Okay, dann alles klar. Also, ja, ist ja bescheuert, wenn ich jetzt, ich hab doch das Foto dabei. Was soll das dann bringen? Dann hätte das doch... Okay, naja, wir machen es mal so. Dann lassen wir jetzt mal das Foto dran. Frag zuerst deine Frau, was Sweetest gesagt hat. And show the cop. Go through the new dialogue options. Ask about the nanny. Was für eine Nanny? Ja, okay, warte mal. So. Als hätten die nur zwei Gläser, ne? Ist ja auch geil. Die sind ja echt am Limit. Na gut. Interessant, die haben ja noch nicht mal einen Fernseher, die armen Leute. Die leben wie die Amish. Oh, ja, thanks. I was about to grab some. All of a sudden. Oh, I'm just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Hello? Hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Could you just talk to him, please? He will listen to you. Maybe she shouldn't have been a murderer? I mean that... Lose my number! Okay. Hat schon mal nichts gebracht. Warte mal, was denn... Aber was denn Dings hat er da? Was ist da? Da ist doch auch was dazwischen, aber ich sehe es nicht. Ja, aber... Irgendwo ist auch noch die Scheißuhr, ich weiß es. Die habe ich nämlich schon irgendwo mal gesehen. Okay, wir lassen jetzt also erstmal das Foto da dran. Okay. Gut. Also so lange fragen, bis er sagt, ne? How was your father murdered? And he'll say she came back. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Come on, I know you're home. Come on! Anyone home? Guck mal, wie freundlich er jetzt ist, wo er in der Wohnung ist. Hello? Police? Come on out. Okay, wir machen es mal so, aber auch bescheuert. Thank you.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und da war doch irgendwas mit seinem Arm noch. Vorhin konnte ich seinen Arm noch anwählen, aber es war wahrscheinlich nur, war man mir. Ja, egal. Okay, das machen wir dann. Und wir wollen doch mit dem quatschen. Hä, der Polizist ist tot. Nein! Scheiße, warum ist der jetzt tot? Ich habe doch nur einmal zugestochen, oder? Vierte Zeitstelle, die Vergangenheit der Ehefrau. Ich habe durch eine Kerze aus dem, auf dem Tisch. Geh dann in das Schlafzimmer. Schließ die Tür im Badezimmer, damit eure Frau nichts merkt. Liegt auf dem Medizinschrank und bewegt euren Cursor an den unteren Bildschirmrand, wo ihr schließlich das Ventilatorgitter untersuchen könnt. Mit euren Hausschlüssel oder dem Messer und stellt die Kerze hinein, um die Uhr zu erkennen. Sammelt die Uhr ein. Okay, warte mal. Das können wir ja jetzt halt mal testen im Prinzip. Das ist ja jetzt eh für den Arsch. Also. Aber warte mal. Der Medizinschrank, genau. Ah. Ah. Mein, natürlich. Kacke. So. Mach mal Kümmer. Aber jetzt können wir nichts mehr nehmen, ne? Scheiße. Jetzt ist vorbei. Ah, jetzt können wir nichts mehr öffnen. Kacke. Ist ja auch bescheuert. Jetzt vorbei. Der bewegt sich doch noch. Hä? Hm? That won't make any difference anymore. Oh, warum? Genau. Wir bewegen den Cursor an den unteren Bildschirmrand. Wo schließt das Ventilatorgitter und oder so? Mit Hausschau und Messer und stellt die Kerze hinein, um die Uhr zu erkennen. Sammelt die Uhr ein, geht danach in den Schlafzimmer und holt euch das Geschenk, das in der Kommode liegt. Redet danach mit eurer Frau, konfrontiert sie mit den Beweisen, die ihr habt. Wenn ihr davon erzählt, dass ihr der Zeit versteckt, könnt ihr das Geschenk sowie die Uhr, die Beweise vorlegen. Eure Frau erzählt. Ach komm, dann legen wir uns jetzt gerade ins Bett. Nope. Der zappelt doch noch, der ist doch gar nicht tot. Ach komm, dann gehen wir raus. So. Genau. So, dann nehmen wir hier schon mal gleich ein Kerzen. Dann nehmen wir hier schon mal gleich ein Messer. Die Tasse brauchen wir ja jetzt nicht. Genau, jetzt gehen wir da rein, holen uns noch das Geschenk. Oh, Scheiße. Nee. Aber. I didn't hear you come in. Best night ever. Ja. Hopp. Und tschüss. Abflugsüße. So, so, Geschenk, genau. Hammer. So.
Jetzt in die Dings rein und Tür zu machen, dass es nicht mitkriegt, genau. Ja. Ich muss kurz kacken gehen, Schatz. Ist in Ordnung. So, Ha! Die Taschenuhr! Ich hab's schon immer gewusst. Must be worth a lot of money. Oh, okay. So. Dann, jetzt können wir sie mit den Beweisen dingsen, bumsen. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Uh-huh. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. This present. Look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? Yeah. I mean, okay. I'm impressed. It's all right. I know you need more. Give me a sec. Genau, Let's see. I found your watch in the vent. What? And there's more. You get accused of killing your father. What? What are you even saying? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? I told you, I've already lived this. I'm living the same moment over and over and over. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he... hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one and I shot him. And I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and, well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. Please, talk to me. Will you just say something? I wanted to tell you... Police, open up. What now? I'm with the police. Turn around, please. Die hat die Uhr jetzt einstecken. Scheiße. Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. All right. Let's get this over. Look out! Aber der wird sie ja durchsuchen, oder? Now you, hands behind help your back, me. Please. Will you come don't help move. Me? My wrists. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? You're under arrest for your father's murder. Babe. Hey, listen.
your daughter doing? This is a misunderstanding. Look, I... Oh, scheiße. Es wird einfacher. Okay. Okay. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Bin ich überfragt. Was könnte man jetzt tun? Gute Frage, ne? Gut, wir wissen ja, dass sie schuldig ist. Das wird aber ihn nicht besänftigen. Also müssen wir uns, entweder müssen wir unsere Frau jetzt schützen, dass man sagen soll, sie geht. Aber das wird auch nichts bringen, weil ich habe das auch schon mal versucht und wie sie dann wirklich gegangen ist, ist sie ihm spätestens im Aufzugsschacht begegnet. Also ist das auch scheiße. Was könnte man jetzt tun? Das ist echt tricky. Weil jetzt mit ihm zu sprechen und dass wir wissen, dass sie es war und so weiter und so fort, wird ihm ja nichts bringen. Ja. Gut, wir wissen jetzt von ihrem Geständnis. Das kann man schon mal jetzt sagen. Also wir können jetzt schon quasi mit ihr quatschen und können gleich sagen, was Sache ist, ne? Jetzt kommt doch das mit dem Bild. Meinst du? Ja, sollen wir die Variante nochmal probieren? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ja, hast recht. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Ja, wir gucken jetzt mal bei dem Durchgang einfach mal, wie es läuft und dann. Man will ja schon jetzt wissen, wie es, ne? Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. So. Dippe. So tired all of a sudden. Ah, dann, ja. Dann leg dich mal am besten hin. We'll talk later. Ja, jetzt würde ich schon gerne wissen, wie. Ja, auch definitiv. Ja, definitiv. Jetzt will man es natürlich wissen. Wir lassen einfach alles jetzt mal brennen. Ist ja scheißegal. Ba. Also quasi in 5 Minuten, also gut, das wusste man ja eh schon. Das ist halt krass, ne? In 5 Minuten kommt er halt schon. Hey.
Come on, I know you're home. Open the door. Okay, Mama. Anyone home? Hello? Hello? Please? What the? So, jetzt diesmal nicht den Polizisten abstechen, ganz wichtig. Da. Mal gucken mal, bis er wieder bei Bewusstsein ist. Whoa, hey, what are you doing with that? Jesus Christ, stop! What do you want? Und nach dem Kindermädchen fragen. Nanny, the old man had the affair with. What do you know about her? Why do you care about the nanny? It was years ago. What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago, she murdered her father in cold blood. What? Wait, what? No, 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 that's not true. She told me she ran away on Christmas Eve. But by New Year's... On New Year's, she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderers lie. Genau. Just let me go, okay? Jetzt das Bild. Genau, 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 genau. Ganz genau, jetzt das Bild. Look at this picture. Look at this picture. What about it? Look at the date. December 31st? That's the day she murdered him. No, no! That is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. So, who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Yeah, okay, okay. Listen up. Your daughter is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. So, who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Ja, ja, gut, sie hat ja. Bleeding. Oh, da war doch Schall, also. Think you got an artery. What do you want? Why are you? Thank you for calling Blue Care First. This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. All representatives are currently assisting. Also dann kannst du schon mal gucken, Nesca, für die nächste Zeitschleife. Please stay on the line, and the next available representative.
Hast recht. Come on. I'm losing circulation. Ah. I think you got an artery. What do you want? Ach, jetzt habe ich die Katzen weggessen. Scheiße. Kann ich die auch so? Ah, ich kann sie auch so nehmen. Okay. Nein. Fuck, scheiße, ist vorbei, ist vorbei. Nein!